Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Beethovenhalle zur Führung der Initiative Beethovenhalle, die sich zusammensetzt aus Martin Neubacher, Martin Bredenbeck und meiner selbst, Konstanze Monecke. Sonntag, 13 Uhr. Drei Bonner Kunstgeschichtsstudenten opfern ihre Freizeit, um 60 Bonnern die Schätze der Beethovenhalle zu zeigen. Los geht's am Eingang. Konstanze Monecke erklärt das große Buntglasfenster. In Rot ist der Grundriss der Beethovenhalle eingearbeitet. Ein Detail, das vielen Bonnern bisher unbekannt war. Es ist leider so, dass gerade die Architektur der 50er Jahre heutzutage gar nicht mehr so wahrgenommen wird, wie sie mal gebusst geplant gewesen ist. Und gerade solche Denkmale wie die Beethovenhalle eigentlich überhaupt nicht im Bewusstsein der Bevölkerung stattfinden. Und mein Engagement ist da, zu zeigen, was die Beethovenhalle ist, was sie war, was sie wieder sein könnte und wie bedeutend sie gerade dafür ist. Sie hat das Engagement angestoßen, die deutschlandweit bekannte Kunsthistorikerin Professor Dr. Hiltrud Kier. Habe auch großen Wert darauf gelegt, dass sie nicht selber diese Bürgerinitiative organisieren, dass sie sich auf das Fachliche beschränken. Eigentlich hat man als Student vielleicht auch noch ganz viele andere Interessen. Aber ich glaube, das ist so, wenn man bei Frau Kier studiert, dann hört die Kunstgeschichte nicht am Universitätsgebäude auf, sondern das geht weiter auch noch im Privaten. Und das ist unser persönliches Engagement und unsere Vorliebe und das, was wir als Leidenschaft irgendwo auch für uns entdeckt haben. Konstanze Monecke und ihre Kollegen sind mit Herzblut dabei. Sie haben sogar ein Kolloquium Ende November organisiert. Dazu erscheint am 1. Juni ein Sammelband mit Beiträgen der Teilnehmer. Wobei ich selber zunächst mal sehr zurückhaltend gewesen bin, sie eigentlich eher davor gewarnt habe, was das für Arbeit ist und dass sie letztlich ja auch ihre Seminare abschließen müssen, ihre Magister- und Doktorarbeiten abschließen müssen. Das Foyer vor dem großen Saal ist Monikes Lieblingsplatz in der Beethovenhalle. Vor allem das Relief von Fassbender bewundert sie. Was mich besonders an diesem Relief von Josef Fassbender fasziniert, ist das Gold, was da drauf ist. Ich glaube, da bin ich dann doch zu sehr auf Mädchen. Das ist nämlich echtes Dukatengold, was mit Achatstein hier auf die Wand aufgeschliffen wurde und zugleich das Kostbarste, was hier das große Foyer zu bieten hat. Und immer wieder, wenn ich davor stehe, denke ich mir, diese Größe, wie sich das erstreckt, wie das hier sich einfach in diese Wand einschmiegt und keinerlei Form oder Figur erkennen lässt, sondern das ist einfach die Faszination dieser Farbe und dieser Leuchtkraft, die mich hier immer wieder festhält und mein Auge immer wieder hier gerade an dieser Wand fesselt. Glücklicherweise kann Konstanze Monecke ihre Leidenschaft auch für ihr Examen nutzen. Sie schreibt ihre Magisterarbeit über den Architekten der Beethovenhalle. Das ist nämlich gerade hier in Bonn die große Diskussion, wer war eigentlich Siegfried Wolzke, so ein unbedeutender Architekt, der mit 29 Jahren hier den Wettbewerb gewonnen hat. Aber Siegfried Wolzke war nicht nur 29 Jahre alt, als er hier die Halle baute, sondern hat sie auch in einem anonymen Wettbewerb hat seinen Entwurf gewonnen. Und das, was er später noch gemacht hat, da sind immer noch Rückbezüge auch zur Beethovenhalle zu erkennen, dann wieder ganz andere Stilrichtungen. Und gerade dieser Architekt ist völlig unbearbeitet und sollte eigentlich auch mal bearbeitet werden. Höhepunkt der Führung ist immer der Besuch im großen Saal. Doch hier gibt es mehr zu entdecken als nur den pompösen Panoramablick. Zum Beispiel die Decke mit ihrem speziell auf die Akustik abgestimmten Design. In den 50er Jahren war das Stand der Technik. Die Führungen durch die Beethovenhalle sind kostenlos. Wer jetzt auch gerne mal dabei sein möchte, alle Termine und Infos gibt's hier auf uni-bonn.tv.